Der Weihnachtsblumenstrauß in Rot und Gold mit mir, dem Blumenmann. Das kannst du jetzt erleben. Hallihallo, ich bin's wieder und ich möchte dir heute zeigen, wie du einen tollen Weihnachtsblumenstrauß in Rot und Gold kreieren kannst. Ich hoffe jedenfalls, ich kreiere einen tollen Strauß, der auch dir zu Hause gefallen wird. Ja, was braucht es für einen Weihnachtsblumenstrauß? Braucht es von der wunderschönen Seidenföhre oder braucht es schöne Tannenzapfen? Wichtig ist, wir haben unterhalb der Hand keine Grünmaterialien. Wir haben eine schöne Spirale unterhalb der Hand und wir schauen darauf, dass das Wasser regelmäßig gewechselt wird, so dass wir da nicht Angst haben müssen, dass unsere Blumen nicht lange schön bleiben. Natürlich ist es problematisch, das sehe ich immer wieder, wenn wir da so, ich sag mal, Koniferen in die Straußkreation reinbinden und die dann, ich sag mal, das Wasser dreckig machen. Aber irgendwie gehören doch Koniferen auch zur Winter-, Advents-, Weihnachtszeit. Ja, ich denke mal, wir können da einen Kompromiss machen und halt darauf Acht geben, dass wir unser Wasser immer wieder schön wechseln, dass wir immer wieder darauf Acht geben, dass das Wasser schön sauber bleibt. Und so können wir unseren Winterstrauß auch mit Koniferen oder auch der Seidenföhre kreieren. Ich habe da Ilex, ich habe da eine schöne Nelke, ich habe da eine wunderbare, schöne Chrysantheme und mit diesen allen Materialien können wir da einen wunderschönen Winterstrauß binden. Winter, Weihnachten, Weihnachtskugel, Zapfen, ja, es dürfen Rosen nicht fehlen, es dürfen einfach ganz viele Materialien nicht fehlen. Du schreibst mir in die Kommentare rein, was für dich in einem Winter-Weihnachtsblumenstrauß nicht fehlen darf. Es ist immer ganz schwierig, auch für mich abzuwägen, was ist noch Saison, was darf noch rein, darf noch was Exotisches rein, muss eine Amaryllis immer zwungenermaßen in einen so Winterblumenstrauß integriert werden oder kann man auch mal sagen, nein, wir verzichten mal auf eine Amaryllis. Die Amaryllisblüten, das sind ja wirklich die Königinnen vom Winter, aber müssen die in jeder Blumenstrauß-Kreation drin sein oder nicht? Ich weiß es manchmal auch nicht. Aber ich habe jetzt gedacht, nein, wir verzichten mal darauf und nehmen lieber Rosen, Chrysanthemen, Weihnachtskugeln, Zapfen und Germini, einen wunderschönen Stern rein und machen dann zum Abschluss da mit dem Salal eine saubere Geschichte. Wichtig ist, also ich mache den Salal gerne unten um die Blumen oder unten um den Blumenstrauß und zwar aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist sicherlich auch, weil wir da, wenn wir dieses Salal-Material reinlegen, eine Geschichte haben, wo wir wissen, okay, der Blumenstrauß steht zu, ich sag mal, 90% gerade in der Vase drin. So, ich mache da noch eine zweite Weihnachtskugel rein, sodass wir dann wirklich ein wunderschöner Blumenstrauß hingearbeitet haben. Manchmal muss man auch sagen, okay, lieber nochmal was mehr als zu wenig rein, sonst sagt mir dann Karin oder sonst irgendjemand, oh, du hast da noch eine große Lücke gehabt beim Blumenstrauß und das wollen wir ja absolut nicht. Sondern da spenden wir lieber auch mal noch eine Weihnachtskugel oder sonst irgendwas in diesem Blumenstrauß. So, du siehst ihn nun von vorne und ich hoffe, er gefällt dir. Er inspiriert dich und du sagst, ja, das ist ein toller Weihnachts-Winter-Blumenstrauß. Wichtig ist nun, dass ich da jeden einzelnen Stiel schön fein säuberlich anschneide, dass ich jeden Stiel mit dem scharfen Blumenmesser anschneide, dass ich zum Beispiel die Chrysantheme mit einem Knick versorge, dass sie wirklich gut Wasser aufziehen kann. Die verholzten Stiele der Ilex, der Seidenföhre, die darf man auch mal mit der guten Baumschere anschneiden. Ich habe da mir eine neue gekauft. Bravo, bravo Blumenmann, ich bin richtig happy, weil jetzt schneidet eine Schere wieder
sie beißt nicht wie ein toter Hund. Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich mir das geleistet habe. So, natürlich wird der Blumenstrauß unten auch noch zusammengebunden mit einem Bast, dem grünen Bindebast. Und so ist dann auch dieser Blumenstrauß entstanden. Hey, ich hoffe einfach ganz fest, es hat dir riesengroßen Spaß gemacht, wenn du sagst, wow, dieser Strauß, der gefällt mir, der hat mich inspiriert, der hat mir richtig große Freude gemacht. Dann schreib doch einfach ein R und G für riesengroße Freude in die Kommentare rein. Und wenn du sagst, oh, diesen Blumenstrauß möchte ich doch gerne jemandem kredenzen, dann teile das Video und schick es dorthin, wo deine Freunde alle darauf warten, ein virtuelles Geschenk zu bekommen. Der Duft der Rose, der Duft der Seidenföhre und der Duft des Weihnachtsbaums harmonieren zusammen und ich hoffe, er gefällt dir. Und dann sag einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal. Wieder.